Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von God of War auf Herausforderung bzw. auf Schwer. Ja, ich bin von Nöher, Gameplays als Hobby und wir sind hier in Helheim mal wieder. Diesmal allerdings wieder mit unserem Sohn und wir sind allerdings auch viel tiefer in Helheim gelangt. Beziehungsweise gelandet. Dann ist noch eine Truhe, sehe ich. Und wir müssen eigentlich hier auf das Schiff. Okay, ich höre schon neue Gegner. Yeah. Und tschüss. Okay. Nein. Viel Arbeit wartet, wenn ich dich getötet habe. Wer war das? Beeilen wir uns. Das Vieh kennen wir mittlerweile auch. Zumindest ich. Ich spiele nebenbei oder habe angefangen. Hellblade, Senua's Sacrifice. Sind auch wikingische, nordische Sagen. Und da kennen wir diesen Vogeltyp auch. So, erstmal wieder alles einsammeln hier. Und überlegen, wo wir lang müssen. Auf jeden Fall geht's hier nochmal lang. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, wo das hier hingeht. Ob ich dadurch nur wieder hier zurück hochkomme. Ja. Brauchen wir also nicht. Also drehen wir uns wieder um. So, rechts geht's aufs Schiff. Wie gesagt, aufs Schiff müssen wir eigentlich. Aber wir wollen natürlich wie immer erstmal alles erkunden. Damit wir eben nicht nochmal hierher müssen. So, dahin haben wir nämlich unsere Nornentruhe. Und hier fehlen uns noch zwei Runen. Ist ja eigentlich Odins Raben? Oh, da haben wir eine Truhe. Bis jetzt habe ich noch keinen Raben gehört. Letzter krieg ich irgendwie immer zwei Benachrichtigungen bei WhatsApp, wenn ich mir die Nachricht nicht angucke. Verstehe ich jetzt zwar nicht die Logik, aber warum auch immer. Gerade mal drauf drücken. Doch, wir haben ja 100% in Helheim. Das heißt, hier brauche ich gar nicht Ausschau zu halten oder mein Gehör zu spitzen. Um irgendwelche Raben zu finden. Ah. Ja.
So, unsere Nornentruhe. Komisch, obwohl wir eigentlich 100% hätten, ne? Oder haben. Symbol der Wahrheit. Okay, nichts mehr Wichtiges drin irgendwie. Was denn jetzt? Was soll das? Was machen die hier? Ich hatte da oben doch noch eine Truhe. Beziehungsweise da unten. Scheiße, ich muss da nochmal zurück. Ich mag zwar angeblich 100% haben, aber ich habe doch noch keine 100%. Ich habe ja noch gar nicht mal alles eingesammelt. Wie gesagt, hier gab es jetzt eben gerade noch die Nordentruhe, aber... Trotzdem stand hier, wie gesagt, 100%. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Wir können ja gar keine 100% haben dadurch. Schade, dass man nicht schneller klettern kann. Kate 1 jetzt natürlich wieder nervig. Hä? Achso. Baldur ist auf jeden Fall weg. Wer weiß, wo er jetzt ist? Wir müssen irgendwie noch ein, ich sag jetzt mal, ein Stockwerk runter. Da können wir hoch. Aber hoch wollen wir. Ah! Oh, Free Climbing. Und ohne Atreus auf den Rücken übrigens. Irgendwie bleibt der wohl oben. Haben wir endlich mal unsere Ruhe. Und da haben wir unsere Truhe. Ich habe jemanden gehört. Okay. Keine Herausforderung. Sonst dürfte jetzt eigentlich nichts mehr sein. Gut, dann können wir jetzt eigentlich aufs Schiff, wo wir eigentlich hin müssen. Komm, kleiner Giftzwerg. So, wir sind voll an Energie. Noch. Und wieder zurückklettern. Das ist gut, dann kann ich meiner Freundin mal zurückschreiben.
Und jetzt habe ich meine Uhr natürlich ausgeschaltet. Okay, da habe ich sie. Oh, geht wieder hoch. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt noch passiert. Ob ich es gut schaffe oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon gesagt habe in irgendeinem Teil. Meine Freundin ist mittlerweile mit der Story durch. Das heißt, alles, was mit der Story zu tun hat, weiß ich leider schon, was auf mich zukommt. Und da das hier gerade zur Story gehört, weiß ich, was auf mich zukommt. Und ich bin echt mal gespannt. Durch Muspelheim haben wir eigentlich gut Übung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das seetüchtig ist. Wird schon gehen. Was jetzt? Lass mir ein wenig Raum. Ja, hier kannst du dich aufhören, ne? Schon genug getan. Auf jeden Fall. Hier. Die Segel sind intakt. Wir fahren. Toll. Nur vergesst nicht, dieses Boot bringt uns nur ein Stück weit. Tyrs Tempel steht oben an einem gewaltigen Wasserfall, der leider von hier aus flussaufwärts liegt. Das heißt, selbst wenn wir heil dorthin kommen, müssen wir immer noch irgendwie einen Wasserfall hinauffahren. Die Wahnen erbauten das tollste Schiff aller Zeiten und das kann fliegen. Skidbladnir? Ja. Das wurde ja auch zum Fliegen gebaut. Das hier nicht. Wie dem auch sei, das ist das Boot, das wir haben. Oh. Auf dem vielleicht größten Eisberg, den ich je gesehen habe. Immerhin ist das Feuer schön warm. Was jetzt? Hier wie Atanax schwingt, wie beim Anfang des Spiels. Oh, hier kann, muss man gar nicht hochklettern. Nimmst du die Segel ein? Wie soll sich dann der Wind darin fangen? Ein Heißluftballon. Beziehungsweise ein Zeppelin. Wir schweben. Die Hitze von den Feuern. Wir schweben tatsächlich. Wir sitzen wieder fest. Nicht lange. Bleib auf dem Boot. Unglaublich. Wie eine riesige Himmelslaterne. So, schauen wir uns natürlich wieder erstmal um. Hier hinten haben wir eine Truhe. Steinender Feuerüberlegenheit. 25% mehr Brandschaden. Okay. Ich glaube, das könnten wir hier in Helheim sehr gut gebrauchen. Wo haben wir unsere Rüstung? Hier. Stärke plus 2, Vitalität plus 5. Stärke 5, Vitalität plus 5. Okay. Schauen wir mal. Erhöht Resistenz gegen Brandschaden um 20%. Stärke plus 13. Oh. Was haben wir denn da alles gefunden? Duellant.
Schatten, Runenkraft, hohe Bonusaktivierung, Chance auf einen Runensegen bei jeder fallgleichen Parade. Ich werde beim Ausweichen einen Geschwindigkeitsschub. Da 25% mehr Brandschaden. Das nehmen wir jetzt mal mit. Ich sagte, bleib auf dem Boot. Ja, bleib schnell auf dem Boot. Kleiner Pisse. Oh, wo geht's denn hier? Wieder runter. Warum soll man so wieder runter? Komisch, okay. Wie kann man 100% schon haben, wenn es hier noch solche Truhen zu finden gibt? Oh, was haben wir denn hier? Leichter Runenangriff, ein Drehangriff, der alle Gegner in seiner Bahn trifft. Aha, okay. Nö. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Zumindest sehe ich da keinen großen Nutzen drin. Ach so, hochklettern geht nicht, ne? Okay, auf ein neues. So, gehen wir nochmal hier hin. Mhm. Hacksilber. Okay, von hier aus darf ich, kann ich wohl noch nichts machen. Dann hier. Warte, Tochter. Das war falsch. Dass es vorbei ist, oder? Selbst wenn wir es zurück nach Midgard schaffen, du und Baldur habt das einzige Tor nach Jittenhelm zerstört. Wir können nichts mehr tun. Helwiedergängerin. Wie die anderen Helläufer auch greifen die Helwiedergängerin mit Eis an.
das uns verlangsamt. Mutter erzählte mir früher immer gute Nachtgeschichten über die Wiedergängerin, aber diese Art hat sie nie erwähnt. Vielleicht dachte sie, es wäre zu gruselig. Dieser Junge da oben, sein Schmerz zerreißt ihn. Seine Welt wurde auf den Kopf gestellt. Atreus ist nicht deine Sorge. Tja, er ist vielleicht bald jedermanns Sorge, wenn du nichts unternimmst. Man muss nicht der klügste Mann der Welt sein, um das zu sehen. Und zurück aufs Schiff. Atreus. Darf ich helfen? Gemeinsam. Achso, ich muss drücken. Geschafft! Ist frei! Aus Helheim entkommen. Stell dich mir, Vater! Lass es uns beenden! Hä? Ja, mein Sohn. Es ist Zeit. Nein. Wieder diese Stimme. Weißt du, wer das ist? Ich weiß es nicht. Mhm. Bereich entdeckt. Himmel von Helheim. Eisberg! Nach vorn! Festhalten! Nein, lass mich doch angreifen. So, jetzt heißt es wohl kämpfen. Wir löschen das Feuer! Ach, da ist noch einer. Ich würde mal sagen, das Feuer löschen dürfen die nicht. Oh, Scheiße. Eine Harpune, ich befreie uns. Oh, den hier tot habe ich noch nie gesehen. Huch. Runter damit. Hallo? Geht noch nicht. Jetzt vielleicht, ne? Ja. Wir sind frei. Oh stimmt, das andere ist nicht hängen geblieben. Es hat nur den Boden zerrissen. Kopf, wie lange noch bis zum Tempel? Ja, es ist eiskalt. Bei der Geschwindigkeit und wenn die Feuer nicht ausgehen, müssten wir bald da sein. Tolle Angabe. Hä? Scheiße, das war nichts. Tschüss mit dir. Hui.
Feuer! Das gibt's doch nicht. Das Feuer ist auf! Backbord! Geht doch! Ich muss es echt wieder üben zu treffen. Alle dabei kaputt. Oh. Lass mich laufen! Was ist los? Ich helfe dir! Okay, Schaden kriege ich ja nicht wirklich, ne? Nein! Oh, den Gesang mag ich nicht so. Der Gesang gefällt mir nicht. Stirb! Bestiarium aktualisiert? Hupala! Entschuldigung, was mache ich denn hier? Hauen wir das Ding nochmal runter. Wir sind frei! Trotzdem kein Schaden. Also nicht wirklich. Klar, ich habe mich ein bisschen jetzt ab und zu mal geheilt, aber an sich kriege ich nicht viel Schaden. Anscheinend ist meine Rüstung zu gut für die Welt gerade noch. Ach, guck an. Kann das Feuer brennen? Wie wäre es mit Magie? Oder die Klinge? Go!
Nee, den treffe ich nicht. Wer lenkt eigentlich das Schiff? Wir fliegen und fliegen und fliegen und Pause. Wir fliegen, fliegen und fliegen und Pause, denn wir sind bei einer halben Stunde angelangt. Tja, wie geht es jetzt nun leider weiter? Das erfahrt ihr am nächsten Tag in God of War auf Herausforderung bzw. auch schwer. Mit von Lyria Gameplays als Hobby und ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierhin. Gebt mir Daumen nach oben. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Und wie gesagt, dann sehen wir uns beim nächsten Teil und schauen weiter, wie es weitergeht. Ob das weiterhin so gut flüssig läuft oder auch nicht, das sehen wir dann. Ja, auf Wiedersehen und tschüss.